Hallo liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde. Ich erfülle mir heute einen Kindheitstraum und zwar, ich pflanze heute Rhabarber in meinem Garten. Ich habe bisher keine Rhabarber in meinem Garten, aber ich liebe es aus Kindheitstagen, Rhabarber im Garten zu haben. Ich habe in der Zwischenzeit natürlich Rhabarber immer im Supermarkt gekauft, aber damit ist jetzt Schluss. Jetzt wird Rhabarber angepflanzt und zwar bei mir im Garten. Ein Hinweis noch, es heißt früher immer wieder, dass man Rhabarber ab dem Johannistag nicht mehr essen solle, weil sich dort Oxalsäure bildet und das für den Menschen ungesund ist. Es gibt mittlerweile Rhabarbersorten wie diese hier, die haben das nicht mehr. Das heißt, hier kann man von Mai bis Oktober Rhabarber ernten und deswegen muss das Ding in den Garten. So, der Boden ist umgegraben. Jetzt entweder ein paar Hornspäne rein oder ein bisschen Kompost da rein, damit der Rhabarber gut was zu mampfen hat. So, hier habe ich jetzt mittlerweile die Hornspäne. Die werde ich jetzt dort einarbeiten. Man sagt so 2 Handvoll pro Quadratmeter. Ja, packe ich da mal rein. Schauen wir mal. So, und jetzt kommt noch der Rhabarber ins Beet. So, und drin ist der Rhabarber. Ja, jetzt schauen wir mal, wie der sich denn hier an dieser Stelle entwickelt. Angegossen wird er noch, ein bisschen eingeschlemmt und dann sollte es passen.